Einen wunderbaren guten Morgen und einen ganz, ganz tollen Start in die neue Woche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit ein herzliches Willkommen zur Besprechung der heutigen Handelsideen hier präsentiert von Tickmill. Sie wissen, hier können Sie zu super Konditionen perfekt Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen traden. Wir sprechen heute für diejenigen, die es im Blog schon gelesen haben, über Euro-Britischer Pfund, Euro-US-Dollar und wir blicken einmal in das WTI. Da gab es ja in der letzten Woche doch einiges an Bewegung, gut tradebare Situationen. Von der Seite her schauen wir uns den WTI mal an, was hier in Zukunft, in kurzer Zeit eventuell vor uns stehen könnte. Ludger, einen schönen guten Morgen. Bevor wir das tun, gibt es, Sie wissen das, den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Ludger, ganz, ganz lieben Dank für die lieben Grüße. Ich freue mich wirklich sehr drüber. Gut, damit schauen wir mal in die heutigen Tagesnachrichten rein. Wer den Freitag mit mir begleitet hat, das heißt das Morgenwebinar geschaut hat, beziehungsweise die Vorausschau für die kommende Woche, also für die jetzige Woche, weiß, okay, so richtig mit Nachrichten geht es erst Mitte der Woche los. Guten Morgen, Elena. Heute also relativ wenig an wichtigen Nachrichten. Sie sehen es hier, es gibt nicht wirklich was mit Relevanz. Wir hatten die Indizes von investing.com. Ansonsten ist halt hier heute relative Ruhe. Das heißt, die Märkte sind irgendwo sich selbst auch überlassen. Also hier wird heute gut einfach ohne wichtige Nachrichten, planbare Nachrichten, der Markt einfach das tun, was er tun möchte. Ja, gut, was er auch immer macht, aber so ist es. Ali, Alexander, einen schönen guten Morgen. Wer noch Fragen hat zu dem einen oder anderen Chart, einfach hier im Blog direkt posten, dann können wir direkt auch auf die Charts mit reinschauen. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt mal in die Charts rein hier. Ich hole mal den MetaTrader 4 mit on top, den Stereo-Trader. Gucken Sie sich den ruhig an. Es ist ein Tool, was die Arbeit mit dem MetaTrader 4 doch deutlich vereinfachen kann. Schauen Sie einfach mal obendrauf. Wer noch nicht weiß, wie er es findet, einfach mal auf die Website von Tickmill draufschauen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich zeige es mal ganz kurz hier einfach. Also Tickmill anklicken, dann Werkzeuge und dann haben wir hier den Stereo-Trader. Da klicken Sie drauf und da finden Sie dann alle Informationen zum Stereo-Trader. Alle Informationen zu den Instrumenten finden Sie natürlich bei den Instrumenten. Auch die Kosten und alles, was zum Trading dazugehört. Da hatte ich ja schon das ein oder andere Wort drüber verloren. So, was haben wir hier? Ich habe noch den Goldpreis offen. Gold. Wir hatten ja letzte Woche dieses wunderschöne Setup im Gold. Das, ist gerade gähnend langweilig. Manchmal sehen wir halt, der Markt, der macht halt, was er will. Und wir sehen momentan die Situation im Gold weiterhin, wie wir sie letzte Woche auch gesehen haben. Wir haben eine Seitwärtskonsolidierung. Letzte Woche war es noch eine leichte Konsolidierung hier in so einem Trendkanal. Da ist der Markt jetzt schon so ein bisschen drüber, verkauft nicht ab, aber der Markt ändert sich halt auch manchmal. Das heißt, es kommt keine starke Dynamik nach oben rein, sondern es wird dann hier was Seitwärtsförmiges. Jetzt müssen wir wirklich mal schauen, was es wird. Man kann jetzt aktuell hier beispielsweise ein Dreieck einzeichnen, also hier oben die eine Linie lang, unten dann die zweite Linie lang. Muss man einfach mal sehen. Es ist halt wichtig, solche Dinge mit auf der Uhr zu haben und zu schauen, was wird. Das heißt, hier können wir jetzt sehen, dass sich eventuell ein Dreieck entwickelt. Es könnte aber auch unter Umständen sein, dass der Markt hier einfach eine Seitwärtskonsolidierung macht. Ich skizziere das nur mal ganz kurz hier. Das heißt hier, dass wir halt irgendwo so schräg laufen innerhalb von einem Kanal. Das muss man mal sehen, was jetzt kommt, was der Markt hier draus macht. Wir wissen ja als Trader nie so genau, wann es weitergeht, wie es weitergeht, aber es wird seinen Weg gehen und wir sehen hier momentan keinen Abverkaufsdruck und das ist ein Zeichen, wenn wir hier genau hinschauen, dass wir halt merken, okay, die Trader, die wollen momentan den Goldpreis nicht wirklich nach unten schieben, sondern die Nachfrage bleibt hier so, dass der Markt erst einmal konstant seitwärts läuft. Das heißt, wir sehen jetzt hier einfach nur eine Korrektur über die Zeit. Bildet sich ein Dreieck, ist das für mich als Fortsetzungsformation völlig okay. Bildet sich eine hohe Flagge, ist das für mich auch völlig okay. Wir warten einfach ab, wenn der Bruch nach oben kommt, dann ist er da und fertig ist. Also wenn wir das mal in der Stunde anschauen, das ist einfach das totale Kauderwelsch, was hier stattfindet. Sie sehen, dass der Markt findet einfach die Stärke oben nicht raus. Der kommt mal ran, läuft wieder runter, kommt mal ran, läuft wieder runter, richtig runter will er auch nicht. Also
Hin und her, einfach mal abwarten, was hier passiert. Gut, das zum Goldpreis. Damit will ich nicht langweilen. Wir gehen richtig rein in die Handelsideen für den heutigen Tag. Heißt, wir starten mal mit dem Euro-britischen Pfund. Britisches Pfund, da ist ja immer so ein bisschen das Thema Brexit auch mit drinnen. Das heißt, hier sollten wir immer auch das Thema, wenn wir Nachrichten um den Brexit bekommen können, die irgendwo planbar sind. Das heißt, wenn Veranstaltungen sind, wo möglicherweise planbare Informationen zum Brexit kommen können, dann muss man das immer so ein bisschen auf der Uhr haben, weil das könnte den Chart doch schnell mal in die eine oder andere Richtung auch bewegen. Das, was wir hier momentan sehen, ist interessant. Hier unten diese Schwelle von 0,87225, das ist ein Support. Der hat hier hinten schon mal gehalten im Jahre, wann haben wir hier, zwischen Mai und Juni 2018, hat er schon mal gut gehalten und dann die Kurse schön stark nach oben gebracht. Jetzt hat der Markt, Sie sehen es ja selber, hier stark korrigiert. Wir sind wieder in diesem Level angekommen, haben hier hochgedreht und jetzt ist interessant, was hier passiert. Das zoome ich mal ganz kurz etwas rein. Was hier passiert, ist momentan folgendes. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier oben erstmal von diesem Abpraller sind wir hochgelaufen bis auf im Hoch 0,88260. So, hier sind wir dann am Freitag schon mal wieder kurz dran gelaufen. Der Markt hat aber wieder komplett abverkauft. Sie sehen diese Kerze. Ist ein bisschen Unentschlossenheit mit so einer leichter Tendenz auf steigende Kurse, weil Sie sehen es, der Kerzenkörper ist ein steigender Kerzenkörper. Und hier oben ist es jetzt wirklich interessant. Warum? Hier oben, wenn wir hier wirklich nachhaltig drüber gehen, dann ist faktisch der Aufwärtstrend in seiner Bewegung. Ja, er hat es hier oben schon mal drüber gelupft, also rein technisch gesehen haben wir hier schon einen Markt, der schon oben drüber ist, aber er hat sich halt nicht gehalten. Von der Seite her, für mich persönlich ist es so eine Sache, wo ich sage, okay, ich rede jetzt hier mal noch nicht von einem Aufwärtstrend, der schon bestätigt ist, aber die Tendenzen nach oben sind halt da. Wir wissen halt nur nicht, ob der Markt wirklich tatsächlich drüber schiebt oder nicht. Oliver Müller, guten Morgen. Also, was passiert hier als nächstes? Zwei Sachen. Wenn der Markt es schafft, sich drüber zu etablieren, das wäre eine positive Nachricht, weil dann hätten wir einen neuen Aufwärtstrend. In Richtung des übergeordneten Trends wäre es natürlich ein Korrekturtrend der großen übergeordneten Bewegung, spielt aber erstmal keine große Rolle. Von der Trendseite her nach oben hin könnte das dann das Potenzial eröffnen, kurzfristig erst einmal auf alle Fälle hier in das Tageshoch bei 0,88473 beziehungsweise dann hier oben in diesen Widerstandsbereich, da muss ich mal kleiner hier, wo dieser Trend sozusagen nach unten fortgesetzt worden ist, hier hatten wir auch schon mal einen kleinen Aufsetzer drauf, deswegen habe ich es mal ein Stückchen weitergezogen, hier ebenfalls. Also die 0,88548 sind hier interessant, ist ein Anlauflevel, ist ein Widerstand. Wenn der Markt dann darüber geht, dann haben wir nach oben noch weiteres Potenzial. Nur das sind mir an dieser Stelle ein paar, zu viele Wenns, hier hoch schon so weit reinzugehen. Wir sind immer noch an der Situation, wo hier nichts aufgelöst ist. Das heißt, kurzfristig wird es hier oben aber auf alle Fälle erst einmal interessant, wenn der Markt die Stärke findet, hier oben drüber zu laufen, über diesen grau markierten Bereich bei 0,88260. Auf der Unterseite, wenn es einen Abprall gibt, dann sehen wir Tagestiefs zum Anlaufen. Hier haben wir einmal logischerweise das Tagestief vom Freitag. Das haben wir stehen bei 0,87550, hier, also das Tief hier unten drunter. Und dann haben wir schon hier zwei Tagestiefs, die aufgesetzt haben, bei 0,87647. Interessant halt zu sehen, was der Markt dann da macht. Ein Stückchen runter haben wir noch, hier bei 0,87512. Wenn es da drunter geht, das ist dann halt nicht so schön, wenn der Markt so tiefer korrigiert, wenn wir wirklich hier unten drunter laufen, dann ist eher wirklich wieder Short-Tendenz angesagt. Kurzfristig hier oben, der Abprall könnte auch schon wieder für die kurzfristigen Trader wirklich interessant sein, mit Tendenz wieder halt in diese Richtung hier oben zu laufen. Aber wir haben halt schon mal diesen Lupfer hier drüber gehabt. Und das macht es halt interessant, weil die Chance auch da ist, hochzulaufen. Und wir sehen ja, was der Markt hier auch macht. Und wenn wir uns das Ganze mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, dann sehen wir halt auch schon die Situation, die hier da ist. Wir haben den Abwärtstrend definitiv gebrochen. Also der Schub hier unten ist definitiv weg. Und wir haben jetzt hier schon wieder einen laufenden Aufwärtstrend, der jetzt aus seiner Korrektur rauskommt. Und wer es ganz klein will, hier haben wir untergeordnet schon wieder einen Aufwärtstrend am Laufen. Der korrigiert jetzt so ein bisschen. Wenn die Korrektur zu Ende ist, könnten die 5 Minuten sozusagen dazu genutzt werden, hier in diesen Stundentrend reinzutraden mit der Chance wohlgemerkt, dass wir hier oben drüber laufen über die 0,88260 und dann etwas höher noch gehen,
hier in den Markt rein. Wir haben ja hier das Tageshoch und diesen Widerstandsbereich. Die sind doch auch für den Stundentrend wirklich in greifbarer Nähe. Das ist wirklich eine relevante Zahl. Das kann schon gehen. Das heißt, hier gucken wir uns mal die 5 Minuten an. Die 5 Minuten sind hier unten ewig lang seitwärts gelaufen. Ja, das ist wieder so eine flache Übernacht-Range. Apropos flache Übernacht-Range, das fällt mir gerade ein. Ich habe sie auf dem Schreibtisch liegen. Ich hoffe, das kann man lesen. Das hier ist die aktuelle Beilage zum Traders Magazin. Da habe ich einen Artikel geschrieben, alles im Rahmen. Das heißt hier, das wäre auch mal wieder so ein Beispiel für eine flache Overnight Range. Und wenn die nach oben verlassen wird, dann haben wir halt die Chance, diese Range zu traden. Also wen das interessiert, ich hatte es hier im Webinar ja auch schon mal vorgestellt. Im aktuellen Traders gibt es den Artikel dazu, wo die Strategie auch nochmal ganz genau beschrieben wird. Das zum euro-britischen Pfund. Danach gehen wir mal gleich in den Euro-US-Dollar und dann als letztes anschließend entsprechend hier den WTI. So, Euro-US-Dollar finden wir hier oben. Die wichtigsten Währungen sind hier im MetaTrader übrigens in grün markiert. Das Ganze einfach mal rüberziehen und hier entsprechend mal im Chart anschauen. Also, Euro-US-Dollar, wie immer sehr, sehr spannend. Wenn Dynamik reinkommt, dann knallt es hier richtig. Sie sehen es, von unten hat es ordentlich nach oben geschoben, von oben hat es ordentlich nach unten geschoben. Das heißt, einfach mal einen Trendwechsel machen ist hier an der Tagesordnung. Deswegen ist es auch ganz interessant, immer mal zu schauen, was passiert denn hier an diesen markanten Dingen im Chart. Das heißt, wo der Markt wirklich an Stellen rangelaufen ist, die hier, sag ich mal, als Widerstand auch gelten können. Also sowas wie der Bereich hier oben, wo einfach mal kurz drüber gelupft ist und dann der Markt wieder einfach nach unten uptrade. Hier haben wir jetzt einen leichten Unterstützungsbereich bei 1,14364. Unterstützung heißt, der Markt kann auch mal drehen. Hier hat er schon mal gedreht, hier das gleiche Bild wieder. So, was haben wir jetzt gerade eben in meiner Lesweise, meiner Sinnhaftigkeit, wie ich Charts betrachte, weder Fleisch noch Fisch. Also an der aktuellen Stelle stehen wir halt mittendrin in der Korrektur dieser Bewegung hier unten, und diese Bewegung hat halt hier auf diesem Tief gedreht. Das heißt, wir hatten ja hier unten dieses Tief, muss man mal kurz gucken, bei 1,14323. So, und hier dieses Tief war gewesen an dieser weißen Kerze bei 1,14329. Das heißt, hier, wenn Sie sich das mal anschauen, rein technisch gesehen, 323 zu 329, es ist nahezu der gleiche Bereich, dann dreht der Markt nach oben. Mathematisch genau, kann man fast sagen, ne? Was jetzt passiert, ist halt das Wichtige, ne? Wir sind jetzt hier über dieses, wie sag mal, ja, ich will das jetzt nicht als Widerstand bezeichnen, hier dieses Tief hier unten, dieses Korrekturtief, aber der Markt ist erstmal drüber gelaufen, scheint sich momentan drüber etwas wohlzufühlen, über die 1,15267. Jetzt ist es halt fürs kurzfristige Traden interessant. Bleibt der Markt in seiner Aufwärtsdynamik bestehen, dann ist es hier das Tageshoch um die 1,15807, beziehungsweise dieses Hoch, was wir hier oben haben, nach diesem Rücklauf, bevor der Markt hier wieder rumgedreht ist, bei 1,16218. Das sind interessante Marken, wenn der Markt tatsächlich hoch will. Wenn er die Kraft findet, oben rauszugehen, er hat dann natürlich noch nach oben hin deutlich mehr Potenzial, das Ganze hier wegzumachen. Da müssen wir erstmal sehen. Im kurzfristigen Bereich halt diese zwei Punkte hier. Ich will an diesem Markt nicht wirklich so weit weggehen, weil einfach so schnell auch wieder alles rumdrehen kann. Und Sie wissen ja, wie es ist, wenn der Markt schnell mal die Richtung wechselt, dann sind Ziele, die weit weg sind, manchmal gut, wenn die Dynamik schnell wechselt, in die gleiche Richtung laufen, wo man hin investiert hat. Aber manchmal sind sie auch einfach hinderlich, wenn man dem Markt zu viel zugetraut hat und der Markt dann doch definitiv nach unten rumdreht. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Hin und her macht Taschen leer. Auf alle Fälle haben wir hier die Situation, dieser Aufwärtstrend ist gebrochen. Das übergeordnete Teil ist eher abwärts gerichtet. Hier haben wir jetzt noch keinen Trend nach unten und auch noch keinen Trend nach oben. Von der Seite her im kurzfristigen Bereich kann das ja interessant sein. Wie schon gesagt, nach oben hin hier die beiden Tageshochs hier unten, also einmal hier und einmal hier. Nach unten hin halt das Tagestief von heute, beziehungsweise hier unten dann dieser Bereich um die 1,14364 in diesem Dreh rum, wo dieses grüne Rechteck ist, läuft es dann deutlich tiefer weiterhin nach hinten. Das wäre dann wieder in Richtung des übergeordneten Trends und das hätte dann natürlich auch zur Folge, dass das blau markierte Teil dann auch ein Abwärtstrend wird. Dann hätten wir noch im weiteren Verlauf hier unten ein paar Tagestiefs stehen bei 1,13,943 und 1,13,662, bevor wir dann hier unten die 1,13,08 anlaufen, was das Tief hier war. Das also in dem Bereich, wenn der Markt tatsächlich
rumdreht und die Richtung Abwärtstrend wieder aufnehmen kann. Das also dazu in diesem Bereich. Wenn wir uns das Ganze im Kleinen mal anschauen, dann sehen wir hier momentan auch einen Markt, der hier dieses kleine Häkchen geschlagen hat und jetzt einen kleinen Aufwärtstrend gemacht hat. Sie sehen, dieser Trend hier nach unten ist gebrochen mit diesem einen starken Schub. Dann gab es die Korrektur. Jetzt läuft er hoch, heiß. Also von der Seite her steht ein bisschen was in seiner Bewegung im Kleinen. Ja, Sie sehen die Fahnenstange hier, logischerweise im 5-Minuten-Chart auch den Aufwärtstrend, korrigiert das Teil mal ein bisschen und die Stunde gibt uns dann ein Anzeichen, dass sie weiter nach oben läuft, während das dann halt Tendenzen hier in die übergeordneten Tageshochs mit reinzulaufen. Das hier zum aktuellen Chart, zu meinen Gedanken zum Euro-US-Dollar und dann gucken wir uns jetzt an dieser Stelle mal noch das WTI an. WTI gibt uns immer wieder gute Chancen. Ich hatte ja in der letzten Woche auch gesagt hier, wo wir oben rausgetreten hat aus dem Stundentrade, schön dieses Dreieck hier nach unten, das war wirklich entsprechend auch fein zu nutzen. Ich muss mal den Chart etwas kleiner machen hier. Hatten wir die Situation, wo wir den Markt beschrieben hatten, hier dieses Korrekturmuster, was wir hier hatten, hier schön nach unten rausgetradet. Also das war wirklich sehr, sehr schön, entsprechend auch machbar. Der Markt lief dann wirklich sehr, sehr schön nach unten. Das ist halt das Feine, wenn wir solche Situationen hier identifizieren können und das Ganze sehen, was wir traden können aktuell. Jetzt sind wir hier mal in der Stunde, wir gucken gleich wieder in den Tag zurück, aber die Stunde ist halt hochinteressant, weil wir hier in diesem Supportbereich angekommen sind, in diesem leicht grünen Supportbereich hier um die 68,42 hier. Wir sehen, wo die herkommt, die kommt aus diesem einen Schub hier nach oben, wo die Korrektur mal unten so diesen leichten Bogen gemacht hat. Und jetzt ziehen wir hier und dutzen wieder auf. Freitag ist der Markt da aufgesetzt und wieder nach oben gelaufen. Wollte zwar nicht richtig hoch, aber trotzdem war das ein erstes Indiz dafür. Wir sehen halt hier aktuell mal den Wochentrend, der läuft halt schön nach oben. Hier haben wir den Trend in der Woche sozusagen auf Tagesbasis. Also das ist der Bewegungstrend, den wir hier sehen. Der ist auch untergeordnet noch sichtbar. Also wir sehen hier schön den Zusammenfluss verschiedener Trends, aber entschuldigen Sie, verschiedene Trendarten. Hier sehen wir jetzt den Trend nach unten laufen auf Tagesbasis, der jetzt sozusagen in seiner Korrektur ist. Und je nach Lesweise, wie Sie jetzt entsprechend für sich persönlich traden, also wenn Sie sehr nahe am Markt traden, könnten Sie sagen, Sie traden jetzt beispielsweise hier die Korrektur, dieses Abwärtstrend ein Stück weit nach oben, da haben wir halt dann entsprechend hier das Tageshoch liegen, ich mache das mal kurz etwas mehr, hier das Tageshoch liegen bei 70, um die 70 Dollar, dann haben wir hier oben noch ein Widerstandslevel, wo dieser Trend sich hier fortgesetzt hat, bei 70,63, das wäre jetzt im kurzfristigen Bereich nach oben tradebar. Diejenigen, die, sagen wir mal, diesen Abwärtstrend hier traden wollen, die sagen, okay, wir warten jetzt erst einmal ab, bis die Stunde fertig ist, wieder ein Umkehrsignal gibt, weil wenn wir diesen Trend mal nehmen, haben wir ja die Situation geschuldet, dass wir ja einen Abwärtstrend haben und wer in Trendrichtung handeln möchte, der wartet einfach den Moment ab, was hier passiert und sagt sich, okay, wir schauen erstmal, wenn der Markt rumdreht, geht es halt nach unten, diesen Trend zu traden, Ziel dann wieder die 68,42, erst einmal hier unten, da muss er ja drunter, wenn dieser Trend sich fortsetzt und dann wäre hier halt entsprechend nach unten hin mal gerichtet, dieser blaue Trend, den wir hier drinnen haben, der hat hier unten seinen Support bei 67,31, das ist dieses Tief hier. Da könnten sich jetzt allerdings Händler, Trendhändler sagen, die in anderen Zeithorizont traden, die sich sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen diesen großen Trend der Woche sehr tief korrigiert. Wenn es hier unten dann irgendwo erste Umkehrsignale gibt, kann man sagen, jetzt kann man den Markt wieder nach oben treten in Richtung von diesem großen Trünen. Also Sie sehen, wir haben jetzt aktuell eine Situation, die für viele Trader interessant sein könnte und hier können Sie sich wirklich das rauspicken, was für Sie interessant ist und für das kurzfristige Trading schalten wir jetzt mal um in den Stundenchart, um uns mal die Richtung anzuschauen, weil die Richtung hier unten, die scheint momentan zu drehen. Scheint heißt vom Prinzip her, wir müssen aber über eine bestimmte Marke drüber. Und das sehen Sie vielleicht jetzt schon mit dem ersten Blick hier. Was ist wichtig? Wir haben hier entsprechend diesen Bereich. Jetzt ziehe ich das mal kurz noch ein Stückchen höher. Hier oben, dieser Bereich, der ist wichtig, diese Marke, um die, ja, knapp 69,80. Wo haben wir hier unten? Was sind die Hochs hier? Hier müssen wir drüber. 69,70, 69,80 hier in diesem Bereich. Da muss der Markt drüber lupfen, damit wir hier diese Abwärtstendenz rausnehmen. Ja? Der Markt ist ja schon mal schön hier rangelaufen, schon mal leicht oben drüber. Hier gab es ja noch ein leicht tieferes Tief für diejenigen, die sich das technisch anschauen. Hier in dem mittleren haben wir dann einen Aufwärtstrend, wenn wir hier drüber laufen. Ne? Hier unten die ersten Schwünge so nach oben hin, das war der Bewegungstrend, dann gab es hier so ein bisschen Trend nach unten. Aber was dann kommt, ist, wenn der Markt hier wirklich sagt, wir drehen hier rum, dann haben wir in diesem Chart jetzt visuell auch bestätigt, wenn der Markt hier drüber geht, dann haben wir einen Aufwärtstrend. Und der Aufwärtstrend hat dann sozusagen das Zeug hier, nach oben hin reinzulaufen, diese Zwischenteile anzulaufen und mal eine Drehung zu machen,
quasi die Umkehr unten vom Support und damit nach oben ein Stückchen Korrektur dieses starken Vortagesmoves auch einzunehmen. Und dann müssen wir einfach schauen, wie es hier in diesem Bereich auch weitergeht. Also das an dieser Stelle zu den heutigen Handelsideen. Ich schaue gerade mal in den Chat noch hinein. André, auch von mir einen guten Morgen. Fragen sehe ich jetzt nicht. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, die ein oder andere Trading-Idee war für Sie dabei. Wir lesen und hören morgen wieder voneinander. Allerspätestens um 8 Uhr steht der Blog wieder oben. Und um 8.30 Uhr dann entsprechend hier live im Webinar bin ich wieder für Sie da, erkläre, was ich in den Charts lese und gebe Ihnen die ein oder andere, ja, sage ich mal, Idee mit, die Sie vielleicht auch in Ihrem Trading direkt hier bei Tickmill mit umsetzen können. Also bis morgen und einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Gute Trades. Bye, bye.